Willkommen Leute zu Assassin's Creed. Ja. Lass mal den jetzt einfach quatschen, das ist der Trainer. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind wieder Meisterassassine. Wir haben unseren vollen Rang. Und Altair ist kurz vor seinem Ziel, das heißt den guten Robert zu erledigen. Den Großmeister der Templer. Also in der Zeit des dritten großen, beziehungsweise was heißt großen, dritten Kreuzzuges. Und wir könnten ihn erledigen, wenn eine Person nicht noch im Wege stehen würde. Wer das ist, weiß ich nicht. Oder beziehungsweise hab's nicht mehr in Erinnerung. Aber wir werden es ja gleich herausfinden. Ich freue mich jetzt, dass wir es geschafft haben, wieder Meisterassassine zu sein. Und ich denke mal, langsam neigt sich dieses LP auch zum oder dem Ende zu. Ja, ich überlege gerade, was war nochmal das Ende? Was heißt, ich meine nicht das Ende, ich meine jetzt der Gegner. Oh, wen haben wir denn da noch? Bis jetzt konnte ich mich, glaube ich, an alle erinnern. Nur nicht jetzt an den. Aber macht nichts. Ich meine, ich habe das Spiel lange nicht mehr gezockt. Wann kam das raus? 2006? 2007? So ungefähr? Mein, macht ja nichts. Könnte man sagen, jetzt ist blind. Ja, ich hab's auch mal was vergessen dürfen, tun. Ich glaube, ich rede gerade total den Stuss, aber macht ja nichts. Ja, komm. Weil für mich ist heute, wenn ihr das seht, wird es natürlich nicht sein, aber für mich ist hier gerade heute Wochenende, es ist Sonntag. Ja, machen wir schon, Altair. So. Leider habe ich aus privatlichen Gründen nicht mehr wieder so viel Zeit, ein LP zu machen. Das ist ja echt schade. Ach. Ja, ja. Es ist ein bisschen doof, aber will mich halt arbeitstechnisch weiterbilden, fördern und weiterkommen. Deswegen ist das jetzt ein bisschen mit dem Hobby leider zurückgeraten. Leitern sind eine akzeptable Art, Dächer zu erreichen. Fassaden erklimmen dagegen nicht. Ich habe jetzt nicht verstanden, was eine akzeptable Art ist, die Dächer zu erreichen, aber mir ist es wurscht. Hauptsache ich erreiche die Dächer. Ob ich die erklimme oder sonst was. Vielleicht meinte sie mit der Leiter. Ich meine, würde ja schneller gehen als über die Fassade. Naja. Ja, wurscht. Wenn wir jetzt langsam das Ende sehen. Langsam mit dem Robert de Sable. Ich hab's noch Erinnerung beim ersten Zocken. Boah, das hat mich so frustriert. Ja, war ja klar. Ihn zu besiegen war bescheiden. Aber sag jetzt nicht, muss mich da jetzt mit dem Kloppen. Nur weil ich mit dem Pferd da geditscht habe. So, jetzt runter, runter, runter. Ach, kann ich nicht irgendwie jetzt. Ey, habt ihr nicht noch einen Heuballen? Okay, geht's nicht anders. Ich muss kloppen. Ja, ey. Sag mal. Fängt er jetzt hier gut an? So, zack. Ja, komm. So. Oh. Ja. Ich muss wieder zurechtkommen, weil ab und zu zocke ich für mich privat Assassin's Creed 3. Wegen da kommt man teilweise mit der Steuerung ein bisschen durcheinander. Toll, jetzt juckt das Auge, ist ja wieder herrlich. Ach, so. Ja, ich bin gewohnt, wirklich auf AC 3, wenn mich einer hinterrücks angreift, dass er es kontert. Ja, ja. Ach, schwerer Angriff habe ich jetzt. Nein. So. Geht doch. Blitzschnelle Angriff. Jetzt. Ah, das hast du gut abgewehrt. Ja, meine Energie geht schnell down. Das ist nicht gut. So, und jetzt du, mein Freund. Was das? Dankeschön. Oh, wo sind jetzt die. Ach, die sind ja jetzt nicht da. Beziehungsweise sie wollen nicht mit mir. Eieieiei. Da müssen wir uns einen anderen Weg aussuchen. Gut, dass die Wachen hier am Tor immer noch
da stehen. Ich meine, ihre Leute werden von mir abgemurkst. Die kommen nicht, ist denen vollkommen egal. So. Gehen wir mal einfach mal rüber. Hopp. So. Und hopp. Ihr seht ihr, so geht das auch. Muss ja nicht immer als Gelehrter getarnt reinkommen. Zack. So, jetzt muss ich wieder zum Kontaktmann. Nee, ich weiß, du bist arm, du bist hungrig, du willst Geld. Ich habe kein Geld, tut mir leid. So. Alter, ihr habt selbst kein Geld. Ach so, ja. Ich muss das ja mit A gedrückt halten. Ah, das vergesse ich. Nur weil ich jetzt auch den dritten Teil zocke. Was heißt Zutritt verboten? Ich gehe noch nirgendwo rein. Ach komm, Alter, ihr, so wollte ich das jetzt nicht. So. Ja, man merkt, das ist echt ein großer Unterschied, wenn man den ersten Teil zockt, dann danach oder dazwischen den dritten. Also, müsst ihr das mal ausprobieren. Spielt mal eine Zeit lang den dritten Teil und dann versucht mal den ersten Teil, dann merkt ihr es. Wo ist denn das denn jetzt? So weit. Bogenschützen. Machen wir es anders. Zack. Ja, Alter, hier, du darfst rüber. Ich erlaub's dir. Ja. Da gehe ich halt runter. Na, ist doch so ärgerlich, ey, dass er jetzt nicht so ordentlich durch die Dächer läuft oder auf die Dächer läuft, wie ich es mir gerade vorstelle. So, jetzt komm. Komm. Hoch mit dir. Muss ich nicht zum Kontakt mal? Ja. Wollte schon sagen. So weit? Naja, aber gucken wir uns mal die Karte an. Ach, da haben wir noch einen Bereich, der noch nicht gemacht wurde. Ein Aussichtspunkt, den ich auch noch nicht besucht habe. Ja, pass auf, dann mache ich das mal gleich. Dann machen wir mal daraus eine kleine Folge, wie ich da ein paar Bürger rette und sowas. So, gehen wir mal rein. Seid gegrüßt, alter ihr. Was gibt's? Al-Mualem nannte einen weiteren Namen. Dieser lautet Siebrand. Ich kenne den Mann. Er ist der neue Magister des Deutschen Ordens, residiert im venezianischen Viertel und ist der Hafenmeister von Akkon. Ich gehe sofort ans Werk. Ihr solltet euch auf die folgenden Orte konzentrieren. Die Docks im Osten zwischen den Schiffen und Mannschaften. Die Kapelle im Nordosten bei der Kreuzung, die den Hafen überblickt. Und der Norden vor dem Johannestor. Das ist sehr hilfreich. Vielen Dank für euren Rat. Alter ihr. Ja, Rafik. Ich muss mich wohl entschuldigen. Wofür? Dass ich euch nicht gänzlich vertraut habe. Nein, es war mein Fehler. Ich stellte mich über unser Credo. Ihr schuldet mir nichts. Wie ihr wünscht, mein Freund. Geht in Frieden. Ja, finde ich super von dem guten Alter ihr. Weil er hat auch recht. Er hat missgebaut. Und er steht zu seinem... Naja, zu seinem Scheiß, den er gemacht hat, ganz ehrlich, klar. Finde ich auch super. Aber wie gesagt, die Folge wird jetzt, ja, so wie ich das eigentlich offscreen mache, zeige ich das jetzt wieder mal online. So, zack. So. So wie ich das halt mache. Dann würde ich mal sagen, machen wir es in der nächsten Folge, dann nehme ich die kleinen Mini-Aufgaben. Aber jetzt erinnere ich mich, stimmt, da war noch einer... Vom Deutschen Orden. Nun gut. Ich bin auf dem Dach. So. Das stimmt, da war noch einer vom Deutschen Orden. Den muss man noch erledigen. Und dann, ja, jetzt kommen wieder die Änderungen hoch. Ich weiß, was zu tun ist. So, nehmen wir mal wieder unser Schwert in der Hand. Ja, da haben wir schon mal einen Bürger. Der liegt mitten auf dem Weg. Den können wir dann eben machen. So, ist da die Leiche wahrscheinlich. Ja. Gehen wir mal. Ah! Gehen wir mal da durch. Ganz vorsichtig. Ja, ja. Ja, ich bewege mich doch schon. Ich bin weg. So, wer ist von denen der Stärkste? Ist das ein Templer? Yo.
Den wollte ich eigentlich nicht. Oh. Das war jetzt hart. Aua. Aua. Ja, das ist einer der großen... Dass ich den nicht direkt angegriffen... die kann ich irgendwie nicht so... So, zack, zack. Und Feierabend. Den Großen muss ich irgendwie gleich sachte erledigen. Ach, so geht's auch. Zack, zack. So. Vielleicht werde ich nicht alles in einer Folge schaffen. Ganzen Bürger retten und die Aussichtspunkte. Aber wenigstens seht ihr dann ein bisschen was. Ja, komm, greift mich an, nicht labern hier. Oder soll ich euch provozieren? Kann ich das eigentlich? Oh. Ja, sag mal. Hör auf mich zu datschen. Ja, wenn ihr nicht kommt, muss ich kommen. So, jetzt reicht's mir nämlich. Bleibt zu lange stehen. So, Kollege. Dank ab. Zack. Wache, du hast hier nichts zu sagen. Feierabend hier. Jetzt aber jetzt hier. Zack. Und du jetzt. So. Gott sei Dank, ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurem Opfer erfahren. Dankeschön, Dankeschön. Mehr wollte ich nicht. Weiter geht's. Ja, so läuft das meistens bei mir ab. In welche Richtung ist das da? Ich mag das nicht, wenn das so lange die Kamera auf die Frau oder beziehungsweise auf den Geretteten zeigt. Wie gesagt, so läuft das halt bei mir offline ab. Mahlzeit. Denn sonst würde ich das jedes Mal zeigen, würde sich ja ziemlich in Länge ziehen. Jetzt muss ich eben kurz hier meine Werbung abschalten. Ist doch jetzt hier ärgerlich. Ich sehe doch sonst die Zeit nicht. Aber ich glaube, ich zeige euch nicht jetzt alles, sondern so ein bisschen was. Also, seid mir da nicht böse. Bis jetzt hat keiner was dazu gesagt, also werde ich das so beibehalten. Also, jetzt bin ich ja schon angekommen. So, jetzt muss ich mal eben in der Luft mal schauen, wo hier... Oh, na, natürlich, so kann ich ja nicht hochklettern. Muss ich mal schauen, wo so ein Türmchen ist. Wie ich das erklimmen kann. So, wo ist hier ein Falke, ein Türmchen? Sag jetzt nicht, dass das Türmchen... Gut, da hinten ist eins. Ist aber eins noch ein... Also, irgendwas bei mir in der Nähe. Also, da fliegt ein Adler. Ein Adler heißt Turm. Ich denke mal, das ist da hinten. Oh, oh. Ja, hast du super gemacht, Alpha. Hätte ich mehr nach links gehen müssen, dann hätte ich das hier geschafft. So. Da war einer. Zack. Ach, du bist ja auch blöder Baum. So, und dann mal nach oben. Ja, da höre ich jetzt schon wieder welche, die Stress machen. Was? Wie tot dem Assassin? Willst du mich jetzt hier... Gib deinen Tod den Assassin. Kommt der denn jetzt her? Ein Templer in der Nähe? Wer hat mich denn... Ach, du hast mich da gesehen. Ach, kein Wunder. Ja, spring ab. Alter, hier. So. Ja, da haben wir schon eine Mini-Mission, einen Herrn für die Mini-Mission freigeschaltet. Da sind wir jetzt die anderen Türmen. Die hat man vorhin, glaube ich, nicht. Ist nicht schlecht. So, dann machen wir gleich einen Bürger retten. Rüste ich mich mal so aus. So, wir können... Ich bin jetzt raus. Ja, ich bin nicht mehr versteckt. Nee, nee, nee. Nein, hab ich nicht. So. Zack. Diebe gehören, bla bla bla. Ja, ja. So, da ist der Chef, glaube ich, wieder. Ja. Jetzt will ich ihn aber. Zack. So, ich glaube, der Schwerste ist jetzt schon mal erledigt. Huch. Ah, erledigen wir mal die Bande. Oh, aua. Haha. Das war jetzt peinlich. Okay. Ne. Hör auf zu touchen. Weg. Ja, ich bin noch hier. Ihr kriegt mich alle, wenn ihr wollt.
Ah, ich hätte ausweichen müssen. Oh. So. Hey, das ist cool. Ich glaube, das kannte ich noch nicht. Noch habe ich nicht verloren. Meister. Na komm. So, du willst auch noch mitspielen? Kein Problem. So, ja, ich mag es nicht, wenn man mich hinten rückt anpackt. Au. Ah, ja, schon wieder so einer. Oh. Ja, warte denn jetzt? Ach, das war jetzt aber eine gute Täuschungsmanöver. So, also. Das haben wir jetzt gut gemacht. Das muss ich den jetzt mal lassen. So. Damit der jetzt nicht aufsteht. Zack. Und fertig. Danke euch. Danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Dankeschön. Das ist nett von dir. Ich sehe jetzt Alter, ist Alter hier. So. Gut. Ich meine, hier ist es jetzt ruhig. 16 Minuten, wie gesagt, den Rest, meine lieben Freunde, mache ich alles offline. Das heißt, die Karte wird natürlich wie immer dann frei sein, alle Minimissionen dann freigeschaltet. Dann machen wir natürlich in der nächsten Folge die Minimission. Danach, vielleicht, wenn noch Zeit übrig bleibt, wenn alles gut geht, Siebrand, wie er hieß. Und dann, denke ich mal, kommt der gute Robert. Also Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.